kurz halten in diesem Video. Also wir fangen hier an mit dem Startraum. Die Grünen sind die anderen Spieler und der hier, das sind wir. So, das ist der Ausgangspunkt sozusagen. Blau ist die Decke, Boden, ja gut, sieht man ja. So, dann haben wir jetzt hier blaue Linien und rote Linien. Das bedeutet, ich könnte jetzt hier noch einen Raum erstellen. Das mache ich einmal ganz kurz, einen Startraum. Der Raum, den kann ich ziehen. So, jetzt haben wir hier einen Startraum. Da sollten wir auch als erstes rein, dass man das besser auseinanderhalten kann. Jetzt gehe ich auf Paint. Jetzt klicke ich den an. Und jetzt haben wir hier oben einmal drei Haken, können wir hier machen. Den ersten Haken, der ist für die Decke. Die mache ich jetzt mal, sag ich mal so, in der Farbe. Dann haben wir die Wand. Und dann haben wir noch, ich sag mal, Boden. Wand mache ich jetzt hier. Und dann haben wir noch den Boden. Den mache ich jetzt zum Beispiel aus Holz. So. Jetzt haben wir hier dasselbe nochmal. Dafür muss ich jetzt nochmal auf Edit Room. So. Jetzt haben wir den Raum ausgewählt. Hier mache ich nochmal das gleiche. Hier gehe ich wieder auf Paint. Mache jetzt als erstes den Boden. Dann mache ich die Wand. Dann mache ich die Decke. Decke mache ich mal. Ja. So. Okay. So, jetzt haben wir schon mal die Texturen. Jetzt ist es wichtig, dass wir hier auch durchkommen durch diesen Raum. Es ist wichtig, gehe ich wieder erst hier drauf, auf neuen Raum, dann auf den, dass der grün wird. Jetzt gehe ich hier auf das rote und mache hier Open. Weil dann verschmelzen die Wände nicht, weil sonst würde ich in den Raum durch eine Tür gehen wollen und ich komme einfach partout nicht durch. So, jetzt nehme ich diese Ecke, jetzt kann ich die bewegen und ziehe die jetzt von mir aus hier rein. So, jetzt auch nicht ein bisschen zu weit, sondern so. Und hier rein. So, jetzt haben wir jetzt hier eine Tür. Also ich habe noch nicht, aber kommt gleich. Hier brauchen wir gar keine Tür, fällt mir ein, weil dieser Raum ist ja offen. Also das ist ja einfach nur ein offener Raum. Also müssen wir jetzt wieder den anderen Raum dummerweise anklicken. Jetzt nochmal auf Add und dann auf New Room. Ist ein bisschen blöd gemacht. So, jetzt das anklicken. Jetzt haben wir dann hier schon Doors stehen, also Türen. Jetzt müssen wir allerdings hier drauf gehen. Gehen zum Beispiel auf Single Tür oder wir gehen auf Doppeltür. So, und dann, wie man sieht, öffnet sich das auch. Man muss auch gucken, dass das auf einer Höhe ist. Kann man sonst hier den Boden nochmal die Höhe anpassen. So, jetzt haben wir jetzt hier unser ersten Durchgang, da ist jetzt allerdings noch keine Tür drin. Deswegen kann man sich jetzt hier eine aussuchen, jeweilige Farbe oder Form. So, Raum 1 ist schon mal fertig, wie man sieht. Und die Decke ist hier flach, die Decke ist hier hoch. Und die Decke geht hier auch leicht rein, wie man sieht. Deswegen muss man das halt noch ein bisschen... Oh, was habe ich jetzt gemacht? Keine Ahnung. So, wieder ein bisschen anpassen. Ich habe den falschen Raum. Den Raum müssen wir machen. So, dass ich jetzt die Höhe nochmal anpasse. Jetzt kann ich mich die Deckenhöhe, kann ich nämlich hiermit erhöhen. Ich mache jetzt mal 7. So. Jetzt ist, ja okay, ist jetzt immer noch nicht genau auf dieselbe Höhe, aber das ist ja auch völlig egal. Wir wollen nur auf jeden Fall, dass diese Kanten nicht hier drin sind. Deswegen gehe ich mal ein bisschen hier, das ein bisschen in die Wand reinziehen. Nur halt auch nicht zu viel, weil sonst haben wir hier unten ein Loch drin. So, okay. Gut, jetzt haben wir jetzt hier schon mal das soweit fertig. Jetzt gehe ich auf die Charakter. Nehmen wir jetzt mal unseren Spielercharakter. Die sind erstmal uninteressant, das ist nur, wenn man mit mehreren spielt. So, den platziere ich jetzt in unseren Startraum. Das ist wie gesagt Endzone. Jetzt platzieren wir noch Schränke. Jetzt brauche ich einfach nur Taste C drücken. Und plöpp, haben wir dann hier ein paar Möbel. Hier kann man, ist übrigens auf alles eingestellt. Hier mit den Pfeiltasten kann man jetzt zum Beispiel hier auf Musik gehen. Mit C platziere ich das immer. Hier haben wir noch Licht.
Deckenlicht. Da gehe ich mal an die Decke. Manchmal kann es sein, wenn ich drücke, dass man das nicht sieht, weil es dann außerhalb der Zone ist. Da muss man dann immer entweder runtergehen oder höher gehen. Ich drücke jetzt nochmal C. So. Jetzt haben wir jetzt hier die Lampe. Die kann ich jetzt hier oben anbinden. Also eigentlich ist der Level-Editor sehr komplex und man kann hier sehr viel machen. Aber das will ich jetzt gar nicht groß zeigen. Das kann man ja selber rausfinden. Hier gibt es zum Beispiel noch so einen Disco-Strahler. Ah ja, was wichtig ist, mit E kann man dieses machen und mit W kann man das hier machen. Also bewegen, wo man hin haben möchte, und das andere ist halt die Richtung und die Tiefe etc. Okay, so jetzt haben wir jetzt hier Lichter. Dann haben wir dann hier Pfeilen sind das. Die sind automatisch schon an. Das kann ich beim nächsten Raum zeigen. Platziere ich. Oft sind die Pfeilen eh unterm Boden. Dann muss man die ein bisschen rausziehen. So. Etc. Ja, Möbel halt, wie ich schon gerade sagte. Ne? Das kann man dann halt alles platzieren, wie man möchte. So. Es sollte allerdings nicht in der Wand drin sein. Fertig. Okay. So. Dass wir jetzt schneller vorankommen. Haben wir jetzt Charakter. Da gehe ich drauf und drücke dann wieder C. Die spawnen allerdings random, wie man sieht. Sind alles andere. Das stört aber nicht, wenn man jetzt zum Beispiel einen Polizist haben will, klickt man einen Charakter an. Geht jetzt hier oben auf zum Beispiel oder einen Boxer. Oder wir machen jetzt mal ja, Brat, wie auch immer. So. Als nächstes kann man ja nun Animationen begeben, zum Beispiel setzen oder so. Wenn man jetzt sitzt, dann muss man den natürlich auch irgendwo hinbewegen, wo er sich draufsetzen könnte. Das ist nicht, sonst sitzt er in der Luft. So. So, zum Beispiel. So, den Charakter, den drehe ich mal in die Richtung und den in die Richtung. Jetzt kann man dann hier zum Beispiel so. Der trinkt was. Also das sind immer die Animationen. Das ist die Faktion. Zum Beispiel die beiden gehören zusammen. Also die töten sich dann nicht. Und der Typ ist Faktion 2, also blau. Und der ist unentschlossen. Also der haut alles. Scheißegal. So. ja. Jetzt kann man den natürlich noch, ich sag mal, den kann man jetzt natürlich noch was ausrüsten. Zum Beispiel direkt hier drauf. Jetzt haben wir hier die ganzen Waffen. Das sind die Billardkugeln. So, jetzt suche ich jetzt irgendeine Waffe aus. Zum Beispiel gebe ich jetzt hier Brecheisen. Und er kriegt jetzt noch ein Schild als Sekundär. Von mir aus ein SWAT-Schild. So, manchmal kann das hier rumbacken. Allerdings habe ich so gemacht, dass der wirklich. Eigentlich, dass der nur. Check's nochmal. So. Na gut, wir haben ein Küchenmesser. So. Also als erstes am besten Schild ausrüsten. So, gut. Jetzt haben wir auch einen bewaffneten Charakter. Logiksystem. Ja, da muss man halt gucken. Man macht das übrigens dann auch mit C. Zum Beispiel, ich mache jetzt hier jetzt mal nur eine Endzone. Zum Beispiel sowas, also da hinten so eine Endzone. Wenn ich die jetzt anklicke, dann haben wir jetzt hier Level Endzone. Die wird dann fertig. Jetzt kann man auch die Größe angeben, etc. Man kann auch Kill Enemies. Da müsste man jetzt T drücken. Und jetzt sieht man überall so Kreise, was verbunden ist. Zum Beispiel 1. Und jetzt müsste ich nochmal T drücken für 2. So. Und um das wieder wegzubekommen, ja, nochmal T, nochmal T und jetzt ist es wieder weg. Aber das Logiksystem darauf will ich jetzt nicht eingehen. Deswegen drücke ich das jetzt nochmal an und drücke Entfernen. Mit Entfernen kann man auch eigentlich alle anderen möglichen Gegenstände wieder entfernen. Logisch. Jetzt haben wir noch hier Plattform-Editor. Das ist sehr interessant, weil jetzt kann man nämlich hier Zwischenwände machen oder einen Tresen oder eine Bar oder eine Theke. Gut, die Schränke da hinten stehen falsch. Jetzt ziehe ich jetzt hier meine Plattform. Zum Beispiel so. Und
So. Und jetzt kann man von mir aus hier oben drauf, dann hat man ungefähr nochmal dieselbe Höhe, kann man jetzt nochmal Deckenplattform machen. So, fertig. Jetzt gehe ich auf Edit-Plattform, hebe die Plattform an, dass die nach oben geht. Zum Beispiel, ich mache jetzt mal hier 6, mal gucken, wie hoch die ist. Ja, ungefähr Deckenhöhe. Hier kann man die Größe angeben. Entweder flach oder halt höher. So, jetzt ist auf jeden Fall in der Decke. Jetzt geben wir der Plattform auch noch eine Textur. Da sollte man eigentlich dieselbe Textur nehmen, die an der Decke ist. So. Die Untertextur ist eigentlich egal und die Obertextur. Ich mache jetzt mal das und jetzt gehe ich mal hier wieder drauf, Edit. Hier mache ich dasselbe mit der Textur. So. Unterseite, Top. Und das kann man jetzt hier auch nochmal machen. Dafür muss ich wieder 1, 2 anklicken. Paint. Seite und Top ist dunkel. Seite so. Jetzt haben wir einen Tresen und wir haben eine Decke oben. Man kann das auch jetzt komplett runter machen, wie auch immer. Allerdings könnte ich jetzt nicht das ganze Objekt nehmen und ziehen. Das müsste man jetzt hier mitmachen. So. Also auf die richtige Höhe. Ist ein bisschen Fummelarbeit. So, als nächstes haben wir jetzt das hier, das sind Treppen. Einfach mit der Maustaste anklicken. Dann kann man hier auch nochmal die Treppe editieren von den Höhen etc. Hier kann man nochmal die Farben auswählen. So. Und, upsa, das wollte ich jetzt nicht. Jetzt habe ich untergelöscht, egal. Okay, das sind also Treppen. Jetzt will ich noch einmal kurz zu den Charakteren gehen. Man kann auch anstatt solche Charakter, könnte ich jetzt auch noch ein Monster machen. Darauf gehe ich jetzt auf Edit, platzieren Charakter, klick den an. Und jetzt hat man hier die Auswahl, zum Beispiel ein Zombie. Oder kann man hier so runtergehen, eine Kristallkrabbe und alles Mögliche halt, ne? Golem. So. Ja gut. So, jetzt haben wir Sitzencharakter. Wir haben die da hinten beiden, die labern etc. Licht haben wir auch. Wir können jetzt auch noch ein paar Statiklichter hinstellen, wie Lampen etc. Diese Stühle hier allerdings, die kann man nicht nutzen, jetzt um einen Charakter zu hauen und dass wir auch Waffen bekommen. Die Schränke habe ich einfach so dahin platziert. Eigentlich müsste man alle drehen. Also alle so rumdrehen, dass das besser aussieht, ne? Die richtige Richtung. Oh, was ist jetzt die richtige Richtung? Das glaube ich, ne? Dunkle Fläche. Oder? Ah, jetzt gar nicht. Ich glaube, ja, ne? Oder? Nee? Ja? Nein? Egal. So. Ah ja, man muss aufpassen, dass man nicht, ja, dass man wirklich hier das erwischt, dass es gelb wird hier. Sonst dreht man den Schrank, ja, in eine echt irre Richtung, was man gar nicht möchte. So, jetzt sehen wir jetzt hier den ganzen Möbelkram, aber wir wollen jetzt eine Waffe. Darauf gehe ich einen Pfeil höher und gehe jetzt hier auf Weapons. So, jetzt können wir uns jetzt hier eine Waffe aussuchen, zum Beispiel Ninja-Sterne. Die kann man jetzt hier oben auf den Tisch platzieren oder über den Tisch, je nachdem. C, Katana von mir aus. So, kann man noch anheben und ein bisschen drehen von mir aus. Wenn ich jetzt Statik drücke, können wir das nicht mehr nehmen. Dann ist das eigentlich nur ein statisches Deko-Objekt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier so Geld haben möchte, ist das dann halt alles nur noch statisch. Der erste Gegenstand liegt ja irgendwie direkt immer schön auf dem Tisch, den anderen nicht. So, wenn wir jetzt zum Beispiel noch, wie ich gerade sagen wollte, so ein Stuhl, dann müssen wir mal gucken, hier sind noch irgendwo Möbelstücke, hier Stühle. Das ist jetzt zum Beispiel ein Stuhl, den können wir nehmen. Den können wir nehmen. Den. Das sind jetzt so Waffen, ne? Das kann man alles als Waffen nehmen. So, das ist ein Eimer. Ja, und so weiter und so weiter. So, und ein Schild. So, jetzt haben wir auch Waffen. Genau, jetzt haben wir jetzt hier noch das Soundsymbol. Das klicke ich jetzt mal an.
So, jetzt können wir nämlich hier, also die Lautstärke bleibt 1, wir können da nichts ändern. Wir gehen jetzt hier zum Beispiel auf Disco, dann kann man nochmal ein spezielles Musikding machen und dasselbe. Das gibt es auch nochmal mit Licht. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf Licht gehe, haben wir hier noch das P. Dann kann ich jetzt hier ein Custom-Licht machen. So, momentan ist es weiß. Wenn ich jetzt hier die Farbe auf 0 mache und auf 0 mache zum Beispiel, die Intensität auf 2, dann sieht man auch schon, wir haben jetzt rotes Licht. Ja. Und bei Setting können wir machen Musik bei Combat und normale Musik. Hier können wir noch Folk einstellen. Das sollte man so lassen, die Werte erstmal. Genau, ganz wichtig ist, wenn wir jetzt zum Beispiel, hier ist noch Safe, ne? XXX mache ich jetzt mal. So, wenn wir jetzt das Spiel starten, ist jetzt egal, ob unendlich Leben oder halt normal, dann ist es so, wenn wir das Spiel veröffentlichen wollen, müssen wir Taste F8 drücken. Allerdings bei F8 zeigt er uns einen Screenshot. Da, die Falle funktioniert auch. Hier. Das ist die. Der sitzt hier auf dem Bett. Und das ist unser Schild. Okay, böse werden die ersten, glaube ich. Ja, sehr, sehr gut. Jetzt gehen wir nämlich auf Uploads, dann hat das auch alles wunderbar geklappt. Jetzt geben wir den noch einen Namen etc. und können das Level hochladen. Gut, jetzt will ich noch eine Sache ganz kurz zeigen, wenn man mehrere Räume oder Toiletten oder sonst was machen will. Da gehen wir auf Edit Room hier, gehen jetzt zum Beispiel auf diesen Raum, klicken das Rote an, halten C, dass das hier aktiv ist. Und jetzt drücke ich mit der Maustaste einmal hier drauf auf die roten Punkte. Und wenn ich C loslasse, passiert nichts. Wenn ich C wieder drücke, splittet der das nochmal. So, und jetzt kann ich hier mit dem gesplitteten, kann ich jetzt zum Beispiel mir Räume machen. Allerdings immer nur mit dem blauen. So, zum Beispiel. So, Türen muss ich dann natürlich jetzt nicht einbauen, aber das ist jetzt nur zur Demonstration. Und weil ich jetzt auch noch als Demonstration einfügen will, ich mache das jetzt hier nochmal. Und jetzt machen wir diese Wand, machen wir jetzt raus. Machen wir jetzt open. Und jetzt könnte ich jetzt zum Beispiel hier, erstelle ich noch eine Plattform. Plattform, hier haben wir es, erstellen. Dann halte ich auch direkt hier mal dran. So, ziehe die jetzt zum Beispiel. So. Jetzt kann ich dasselbe hier auch nochmal machen. Jetzt ziehe ich die noch richtig hier dran, dass man auch hier laufen kann. Das kann ich jetzt hier um die Ecke machen. So, von mir aus. So, jetzt sehen wir aber allerdings, ist es viel zu hoch. Deswegen gehen wir hier ein bisschen drunter. So. Mit dem Geflacker, da kann man sich dann ein bisschen orientieren, dass es halt noch ein bisschen raus kann. So. Und ja, da kann man jetzt hier wieder von mir aus einen neuen Raum kreieren. Also hier wieder Edit Room zum Beispiel. So. Zum Beispiel, ne? So, und jetzt macht man jetzt hier von mir aus eine Tür rein.
Singletür oder eine doppelte Tür. Können das jetzt noch ein bisschen gerade ziehen. Alles noch ein bisschen richten. So. Fertig. Jo, fertig ist die Chose, sage ich mal so. So, das war es jetzt zu dem Editor. Und ich hoffe, ich konnte jetzt damit helfen. Ja, jetzt haben wir alles erstellt, was geht. Und gleichzeitig Uploads, außer eben Trigger. Dann tschüss.